Immer mehr Menschen ziehen auf den Campingplatz. Unser Mobilheim steht. Habt noch keine Minute bereut, dass ich das gemacht habe. Das ist einfach zu erklären. Das ist meine Wenigkeit. Hier wird gearbeitet, geliebt, gefeiert, gestritten. Dass er dick kommt, weil sie selber tun was. Und gewartet. Auf den Sommer. Wolfram Mielke zeigt sich von seiner weichen Seite. Major Tom auch. Oh, mir ist nicht gut heute. Er erwartet Post vom Amtsgericht. Und bald gibt's eine neue Nachbarin. Das hier wird mein neues Zuhause. Udo Taray ist 80 Jahre alt und gehört zu den wohlhabenden Bewohnern auf dem Campingplatz am Wiesensee. Ich bin froh, wenn hier eine richtige Treppe ist. Sein großes Mobilheim hat er in den letzten Monaten aufwendig verschönern lassen und sich auch noch das kleine Holzhaus nebenan dazu gekauft. Udo Taray liebt die Geselligkeit auf dem Platz. Von der Kälte im Westerwald aber hat er schon jetzt die Nase voll. Das ist ja die Scheiße. Man weiß nicht, ob wenn die leer sind. So. Morgens ist der nicht. Ja, sehe ich nicht. Ja, hier, der ist schon. Die ist jetzt halb. Der soll eine neue bringen. Den muss man sofort anrufen als erstes. Die ist noch bis hier. Da kann man drehen hier. Ja. Die ist noch hier voll bis hier, wenn das weiß ist. Ich wusste das auch nicht. Da ist aber ganz schön gefroren, ja. Ich brauche bis jetzt 14 Flaschen. Diesen Winter habe ich schon gebraucht. 14 Stück. Ah, 60 Euro. Oh, ja. Ja, das ist hier jetzt nicht mehr viel drin. Ah, der ist ja noch halb voll. Ja. Das hat man in Spanien alles nicht. Da ist kein Frost. Nur Januar. Ja. Aber nicht in Alicante. Nee. Passt doch nichts. Die Hälfte wie hier. Größte Fehler hier gewesen. Naja, doch. Ja, die Hälfte. Für 40. 40.000 kriegst du die tollsten Dinger. Da. Swimmingpool, alles. Ja. Ja, ist okay. Spanisch kann man ja schnell lernen, kein Problem. Nö. Geh ich auf die Börl jetzt mal. Naja. Wir werden sehen. Was ist das? Samoa, der muss da unten rein. Ach so. Ich habe viel Altenkrempe. Ja, klar. Ich komm ja aus Köln. Ne? Ich war auf jeden Antikmarkt da und so. Ne? Ja. Ist ja kein Vergleich mit Land hier. Ne? Nee. Vergiss es. Auch wenn er seine Investitionen im Westerwald inzwischen schon bereut, sein neues Holzhaus findet er toll. Könnt reinkommen, ruhig. Stolz zeigt der ehemalige Werbegrafiker die Inneneinrichtung, in der sich künftig seine Gäste gemütlich machen sollen. Hat alles der Lothar gemacht. Alles ausgebaut oben. Wir waren die ganze Woche hier dran. Das ist meine Firma hier, Agentur alles. Sehen Sie. Ja, sowas habe ich Geschenke gekriegt, wie ich 60 wurde. Agentur, ist alles Grafikdesign. Ja, ja. Ich habe richtig verdient. Ja. Ich bin ja die Glanzzeiten vom Schriftsetzer, ne? Ja. In unserem Gewerbe. Hier war ich Maschinensetzer, wir waren die Krönung. Ja, ja, wir haben richtig Geld verdient. Und heute bringt er sein Geld unters Volk. Wenn ihm etwas gefällt, wird es gekauft. Wenn nicht, weg damit. Aber Sie wollen, dass Sie würden das verkaufen? Ja, wenn der Preis stimmt, ja. Der Preis ist wo? Vielleicht finden wir ja. Nee, unter 75.000 nicht. Okay. Kein Fall. Und was wäre denn da alles bei? Alles, wie es ist. Ich brauche das Zeug doch nicht mehr hier. Ich brauche mein Köfferchen und Sachen und Arrivederci. Ein gutes, dickes Bankkonto. Alles genügt noch. Mit Geld kann man alles kaufen. Ja. Nachbar und inzwischen auch Freund von Udo Taray ist der ehemalige Seemann Wolfram Mielke. Doch hier in dessen Mobilheim läuft ein anderes Programm. Bei Wolfram Mielke war das Geld schon immer knapp. Über die Jahrzehnte hat sich daraus sogar schon eine kleine Marotte entwickelt. Schnäppchen, was Billiges und drum dran, da kann ich schlecht widerstehen. Wenn ich mit dem Geschäft reingehe und sehe, was runtergesetzt, reduziert ist und
Dann nehme ich mal mit, was ich mal gar nicht so brauche. Ich kann euch ja mal zeigen, den Schrank, wo Sachen drin sind, die ich normalerweise, können die nächsten 4 Wochen auskommen, ohne was zu kaufen, außer Frischbrot. Hier sind auch noch Gläser, Fisch und Bohnen. Hier ist noch drin Wurst und Marmelade und sowas. Hier ist Sauerkraut und noch Soßen drin. Also der Krieg kann kommen, ne? Ja, Krieg nicht, aber man geht. Ja. Na? Und wie kommt das, dass du diese Hamster-Eigenschaft hast? Ja, das ist Hamster. Das ist irgendwie... Ja, ich bin aufgewachsen in der Zeit, da gab es nicht viel. Da wurden ein großer Eimer, 10 Liter Eimer Gurken geholt. Dann wurde Brot, Vanillemargarine. Und dann gab es dann... Vater, weil wir waren 5 Kinder daheim. Vater hat nicht viel verdient. Dann gab es Gurkenbrote. Oder wenn es Sommer war, gab es billige Tomaten oder irgendwas drum. Und dann, wenn ein bisschen Vorrat war oder was zu kriegen war, haben wir es besorgt. Ich bin bei der Bäcker oder Metzger irgendwo, ich habe über Metzger gelernt und beim Bäcker oder irgendwo geholfen habe, dann bekam ich abends eine Tüte mit Brot oder Brötchen. Immer so ein bisschen, habe ich immer schon irgendwie drin gehabt und nun ja. War immer die Zeit, dass man was zu essen hatte. Die Erinnerung an die alten Zeiten lässt den 73-Jährigen die alten Fotos hervorkramen. Das bin ich hier, das ist mein jüngster Bruder, das ist der zweitjüngste Schwester, drittjüngste Schwester und der vierte nach mir kam. Auch hier drin stecken Bilder aus Mielkes Vergangenheit. Doch er weiß nicht, wie er sie sich ansehen kann. Den Stick hat er bei dem Treffen mit seinen alten Seemannskameraden in Hamburg bekommen. Aber wie funktioniert so ein Ding? Unser Kameramann hilft ihm bei der Installation der modernen Technik an seinem Fernsehgerät. Ja, USB angeschlossen. Noch ein paar Knöpfe drücken und es funktioniert. Es handelt sich um einen Film über Mielkes abenteuerlichste Seereise. Die Schleppfahrt des ausgebrannten Luxusliners Hanseatic quer über den Atlantik. Wolfram Mielke war dabei. Und der Stick bleibt da jetzt, oder was? Der Stick bleibt jetzt hinten drin. Wenn ich mal Lust habe, kann ich mal abends mal gucken. Oder wenn ich mal ein paar Leute Besuch habe, kann ich denen auch den Film zeigen. Weil manche glauben mir das nicht so richtig, dass das wie das mal früher war und so. Aber das ist ja original, da sieht man das Wasser und den großen Wellengang und so, da sieht man das ja. Früher, die meisten Leute können das gar nicht vorstellen. An diesem Nachmittag reift bei Wolfram Mielke ein Entschluss. Das erste Mal will er diesen Film unbedingt zusammen mit seiner Tochter anschauen. Die glaubt ihm nämlich auch immer nicht so richtig. Lecker, lecker, lecker. Müssen wir hier oben zum Backofen. Die Spanienfahrer sind zurück. Ja, jetzt seid ihr meine besten Freunde, ne? Ihr Wohnwagen im Westerwald ist wieder hochgeheizt. Doch ohne warme Pullover geht's hier trotzdem nicht. Mit einem guten Essen wollen die Schmidts den Verlust der spanischen Sonne etwas ausgleichen. Spießbraten statt Tapas und Liegestuhl. 2 Wochen lang haben sie an ihrem neuen Domizil auf einem Campingplatz in der Nähe von Benidorm gearbeitet, haben dort Kontakte geknüpft und sich ein wenig eingelebt. Die lange Fahrt mit dem Auto, hin und zurück fast 4000 Kilometer, haben sie gut überstanden. Die Flucht vor dem Winter hat funktioniert. So gut, dass Thomas Schmidt am liebsten gleich da geblieben wäre. Aber dann macht er doch nicht, weil er hatte die Gelegenheit. Er hätte da bleiben können bis jetzt zum 27. Weil von unseren Nachbarn, der Freund war da und der hätte ihn zum 27. mit nach Hause genommen. Und dann habe ich auch gesagt, du hast 72 Tage Urlaub noch, bleib doch da. Weil jetzt ist hier nichts zu tun im Januar. Aber er macht das ja nicht. Ja, das Risiko wäre zu groß gewesen, dass ich schon gesagt hätte, ich komme gar nicht mehr. Ja, dann wird halt so gewesen. Auch Sonja Schmidt könnte offenbar sofort wieder losfahren. Heißt das irgendwann, also noch Alter, in die Autotür einsteigen? Ich sag, das Schöne ist ja, wenn vielleicht habe ich jetzt noch Zeit, mich umzuziehen. Das Schöne ist ja, nee, brauchst du nicht, du willst doch da weiterarbeiten. Das Schöne ist halt jetzt, wenn wir jetzt gehen würden, wir brauchen ja nur ein Auto und Hänger. Mehr haben wir ja nicht mehr. Ja, einen Hänger habe ich. Ne? Das ist ja alles, wir haben ja damals schon mit diesem Umzug alles weggegeben. Wir bräuchten ja jetzt nur noch ein Auto und einen Hänger und
weg. Das ist es ja. Wir haben ja nicht mehr wie andere. Was ging ja jetzt eigentlich ruckzuck. Das stimmt. Über Nacht. Ja, und mitnehmen brauchen wir da auch nichts. Da ist alles an Möbeln da. Alles. Und wir haben auch jetzt, wie gesagt, schon ein paar an Klamotten da gelassen. Dass wir eigentlich, wenn wir fliegen, nur noch Handgepäck brauchen. Dass wir gesagt haben, nur noch alles Handgepäck. Andere, und alles andere ist fertig. Und deswegen, wenn wir wirklich da sagen würden, man wird da wirklich jetzt hin und wird da wohnen. Ein halbes Jahr oder 8 Monate, 10 Monate und hier nach so den Ferien hinkommen, dann wäre das ein Auto und ein Hänger. Das war's. Okay. Ob der Spießbraten wohl gegen diese Sehnsucht noch etwas ausrichten kann? Riecht gut. Nicht einmal ein Jahr ist es her, als Sonja Schmidt mit der gemeinsamen Tochter Eva zu ihrem Mann Thomas auf den Campingplatz gezogen ist. Damals war es die Erfüllung eines Traums. Doch der Genuss blieb wohl im Winter auf der Strecke. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hast du dich befreit. Jetzt passt. Das Leben am Wiesensee scheint den beiden auf jeden Fall, Spießbraten hin, Spießbraten her, nicht mehr so richtig zu schmecken. Und Tochter Eva hat ohnehin den Besuch bei einer Freundin vorgezogen. Auch bei Siegfried und Inge Behrendt will es mit dem Genuss des Campingplatzlebens noch nicht so richtig klappen. Das Schlimmste ist die ewige Kälte im Winter. Dazu kommt die Feuchtigkeit. Wir haben das jetzt sogar schon zweimal gehabt, dass die Tür zugefroren war. Ja. Von außen. Da läuft das Wasser runter und dann unten friert die dann zu. Muss man morgens erst einmal dagegen treten. Wohligen Komfort gibt es bei den Behrendts nicht. Auch der Abwasch wird von Hand erledigt. Für eine Spülmaschine fehlt der Platz. Nicht weiter tragisch, findet Inge Behrendt. Gab es ja früher auch nicht. Und dass der Durchlauferhitzer faucht wie ein feuerspeiender Drache, stört sie auch nicht weiter. Wenn man mal so zurückdenkt, so die Großeltern und so weiter, die sind mit viel weniger ausgekommen und haben nach dem heutigen Maßstab mehr geleistet und haben gesünder gelebt. Ja. Und ich denke, wenn das so weitergeht, wie es jetzt im Moment ist, kann das nicht mehr lange von Dauer sein. Ja, geht nicht. Geht einfach nicht. Ja? Vom menschlichen Status nicht. Ja? Aber du darfst nicht immer so schwarz sehen. Ich sehe überhaupt nicht schwarz. Ganz im Gegenteil. Ich würde einfach sagen, dass die Zukunft die Vergangenheit ist. Zurück zum einfachen Leben der Großeltern. Die Behrendts sehen sich an der Spitze der Entwicklung. Ich habe jetzt gerade noch im Internet in so einem Forum gelesen, jedes Jahr ziehen in der Bundesrepublik Deutschland 25.000 bis 28.000 Menschen auf den Campingplatz. Ja. Das wird schlimmer werden. Der Trend nimmt immer mehr zu. Die Plätze, die für Erstwohnsitze genehmigt sind, werden in der Regel immer größer. Ja? Das ist aber auch kein Wunder, wenn man sich die Immobilienpreise und so weiter anguckt. Das hat noch gar nicht mal damit zu tun, dass mit Altersrente und so weiter. Das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Es gibt genügend Leute, die noch im Arbeitsprozess sind und trotzdem auf dem Campingplatz wohnen. Ja, und bei den Aussichten, die wir haben, komplettes System stimmt. Alles wird teurer, alles wird schlimmer. Ja. Was will man machen? Da sind solche Möglichkeiten natürlich wunderbar. Ne? Die Lebenszeichen der Dauercamper sind im Winter kaum zu sehen. Aber sie sind da. Und ständig kommen weitere hinzu. Die Gründe für ihren Umzug auf einen Campingplatz klingen dabei immer wieder ähnlich. Und ich wollte dem Vermieter keine 600 Euro im Monat an Nebenkosten und Miete schenken, allem drum und das Geld wollte ich selber behalten. So wächst am Wiesensee ein eigenes kleines Dorf. Und der Platzwart hat auch im Winter immer was zu tun.
Nach einer Woche ist die spanische Sonne für Thomas Schmidt schon wieder ganz weit weg. Damit im Westerwald überhaupt etwas leuchtet, müssen die Lampen auf dem Platz unbedingt und preiswert funktionieren. Geht doch. Bist zwar jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber sieht vielleicht schön aus im Dunkeln. Jetzt muss nur noch der Dienstwagen wieder anspringen. Komm, Kollege, noch einmal. Nur für morgen. Dann. Wolfram Mielke hat sich in seinem Mobilheim verrammelt und will jetzt seine Ruhe haben. Er hat wichtigen Besuch. Heute will er seiner Tochter beweisen, dass alles wahr ist, was er ihr über seine Seemannszeit erzählt hat. Zusammen wollen sie den Film aus alten Tagen ansehen, den er in Hamburg bekommen hat. Tochter Yvonne ist gerne gekommen. Trotz ihrer Krebserkrankung kümmert sie sich um ihren 73-jährigen Vater und sieht bei ihm immer mal wieder nach dem Rechten. Aber Sie sagen jetzt nicht zu Ihrer Tochter, du kommst bitte mal bei mir putzen oder sauber machen. Nee, die Zeiten sind vorbei. Würde ich, das hat sie noch nie gemacht. Doch, ah, balalala. Moment. Das hast du immer gemacht, um mich zu ärgern. Damit sie gekommen und da hat sie immer angefangen zu wirbeln. Da kann ich gar nicht sitzen wie jetzt, das gab's nicht. Da hat sie immer angefangen. Die Staubsaugen, muss man das machen. Zum Glück macht, und zum Glück macht ja Sekt das schon ewig her. Du sagst ja, früher war Renault. Und da habe ich es auch nicht mehr abwaschen lassen. Er hat immer gerne gewaschen, Geschirr gespült. Und ich habe einen Verschleiß an Tassen gehabt, weil die immer gewohnt hat gehabt, die Dinge abzubrauen. Ich habe jede Menge Tassen gehabt, wo das Ding abgekloppt hat. Zum Glück jetzt nicht mehr. Das spüle ich selber. Ja, siehst du. So. Mielkes Tochter ist 42 Jahre alt und kämpft seit Jahren gegen den Krebs. Viele Chemotherapien hat sie bereits hinter sich und dabei all ihre Haare verloren. Doch Tochter Yvonne ist fest entschlossen, den Kampf gegen die Krankheit zu gewinnen. Dabei hat sie erst gerade wieder einen Rückschlag verkraften müssen. Ja, das zweite Mal ist der Krebs rausgekommen. Ja, aber lässt sich bewältigen. Ich bin ja noch jung und bin fit eigentlich, so was das betrifft. Lass mich da eigentlich nicht durch. Oder lass mich nicht hängen. Nee, klar, sie wirken unheimlich optimistisch. Sie lassen sich genauso wenig aufhalten wie ihr Vater. Kann ja, das genau. Sein? So kann man sagen. Ja, super. Ja. Und jetzt gucken Sie zusammen diesen Film. Den haben Sie auch noch nie gesehen. Nee. Aber die Fotokiste von Ihrem Vater. Die haben wir schon mal durchgeguckt. Da aber nur flüchtig. Flüchtig, das war, glaube ich, ein langer Samstagnachmittag. Man ja, gut, aber ja. Kannst du schon so in der Zähl. Los geht's, Film ab. Zurück ins Jahr 1966. In dieser Zeit spielte Mielkes größtes Abenteuer auf hoher See. Die Hanseatik, Deutschlands Stolz der Meere, hatte da in New York Feuer gefangen. Wolfram Mielke gehörte als Schlachter in der Küche zur Besatzung. Brannte das in New York oder wo? Ja, ja, oh ja. Die Reederei entschloss sich, das ausgebrannte Wrack quer über den Atlantik nach Hamburg zu schleppen. Ich kann dir vorstellen, wie das Ding noch im Wasser hängt, durchhängt, ja. Ne? Wie weit wir da hinten dran waren. Unterwegs gerät der Schleppverband in einen schweren Sturm. Die ganze Aktion droht in einem Fiasko zu enden. Wie lang war die Reise? 17 Tage. 17 Tage. Was habt ihr dann die ganzen Tage gemacht? Ja, gearbeitet. Wir waren ja 100 Mann, also rund 100 Mann, die mussten ja essen. Mussten gekocht werden, mussten sauber gemacht werden. Die mussten ja verpflegt werden. Ich weiß gar nicht, wie viele Mann wir in der Küche waren. Ich weiß gar nicht mehr genau. 6, 7 Mann waren wir Leute in der Küche gewesen noch. Mielke hält den Atem an. Kommt er jetzt auch noch ins Bild? Da bist doch du. Da bin ich doch! Da bin ich doch! Ich bin verrückt! Da stand doch gerade Mielke auf dem Schirm. Auf dieser kleinen Tafel. Ja, wir haben ein Preis-Skat-Turnier oder irgendwas haben wir gemacht da. Mhm.
Schleppe, Schleppe. Haha, da war ich noch zu sehen. Aufgrund von der Heimat wusste man nicht, was überbrücken. Am Ende des Films wird Wolfram Mielke ungewohnt schweigsam. Cool. Nicht schlecht. Hm? Bist du noch da? Ja. Schon komisch, wenn man das alles sieht, oder? Glaube ich. Könnte ich mir gut vorstellen. Entschuldige, wie viele Jahre das schon her ist. Also nicht, dass du alt bist, aber das ist schon ein paar Jahre her. Naja. Schlimm oder schön? Schön. Sieht so aus wie beides, ne? Schön. Ich sag ja, das ist Jahre her und das ist schon interessant. Und jetzt ihn am Tisch sitzen zu sehen, das ist halt, wo man denkt, er ist es ja wirklich. Also erzählt nicht nur die Geschichte, oder? Dann ja. Er war ja wirklich auch dabei. Dass man, man sieht das ja, der Beweis. Das ist schon interessant. Natürlich wird der Film gleich nochmal geguckt. Und jetzt kann Wolfram Mielke sicher sein. Künftig wird ihm seine Tochter glauben, wenn er aus seiner Seemannszeit erzählt. Habe ich meinen Schlüssel überhaupt hier? Thomas, was machst du? Bitte? Wo gehst du jetzt hin? Ich gehe jetzt oben kurz ins Büro und dann auf jeden Fall einen Briefkasten. Erwartest du was? Immer. Jeden Tag. Schauen wir mal, was drin ist. Boah, mir ist nicht gut heute. Platzwart Thomas Schmidt geht nicht mehr gern zu seinem Briefkasten, seit ihn ein Mitbewohner auf dem Campingplatz mit Klagen überzogen hat. Verleumdung, Diebstahl und Unterschlagung wird ihm da vorgeworfen. Tausende Euro Strafe soll er zahlen. Alles völlig aus der Luft gegriffen, findet er, und ist trotzdem beunruhigt. Aber das ist halt momentan, bis die ganzen Sachen, bis das alles abgeschlossen ist, ist es immer wieder ein Abenteuer, da oben hinzugehen. Man weiß ja nie, was drin liegt. Kommt was Neues, wird das Alte aufgearbeitet. Was kommt dann, was ist da für ein Ergebnis rausgekommen? Keine Ahnung. Ist immer so ein Die Verleumdungsklage hat er mit Hilfe seines Rechtsanwaltes schon zurückweisen können. Doch die Beschuldigungen wegen Diebstahls und Unterschlagung stehen nach wie vor im Raum. Werden auch diese Verfahren eingestellt? Oder kommt es hier zu einer Verhandlung? Yes, nichts drin. Wieder Tag gerettet. Warten wir auf morgen. Ja, das ist wie mit dem Adventskalender, ne? Einmal hast du was drin, einmal hast du nichts drin. Oder Scheiße. Aber naja, gut. Dann haben wir für heute. Hör ich jetzt mal in der Ruhe. Der Tag gerettet. Ja. Wobei das auch nicht gerettet ist. Weil du denkst dir dann schon wieder moin. Ja? Aber eine Sache ist doch jetzt vom Tisch. Ja, eine Sache ist vom Tisch, aber das muss alles vom Tisch. Das muss rum, scheißegal, was passiert, aber man muss ein Ergebnis haben. Das ist ja wie, als würden wir eine Prüfung machen oder man hat eine Prüfung gemacht und wartet auf das Ergebnis. Ja, bist du durchgefallen, hast du bestanden oder was passiert? Ja, das Schlimme sind nicht die ganze Scheiße, die da auf einen einstellt. Das ist gar nicht schlimm. Ja? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, alles okay. Aber wie entscheiden andere? Was passiert? Wo ist das Ergebnis? Wer lässt sich schon gern bezichtigen, Bretter geklaut zu haben? Wer lässt sich schon gerne bezichtigen, irgendein Geld oder irgendwas unterschlagen zu haben? So, wer hat das gern? Keiner. Aber das sind die zwei Sachen noch, ne? Die noch laufen, ja. Ja. Nur kommt nichts. Was passiert? Was ist los? Alles bleibt offen. Alles bleibt unklar. Auch die Frage nach dem Erstwohnsitz ist ja noch immer nicht geklärt. Sowas ist nichts für Platzwart Thomas Schmidt. Da sind ihm die Verkaufsgespräche für neue Mobilheiminteressenten deutlich lieber.
Hier kann er selbst entscheiden, wo es lang geht. Aber wir gucken, oder? Wir gucken, ja, wir gerne. Gucken. Gerne. Wir gucken. Auf einer Wiese vor dem Campingplatz stehen immer gebrauchte Mobilheime zum Verkauf. Die Interessenten sind mal alte Campinghasen, mal auch völlige Neulinge, die noch nie ein Zelt oder einen Wohnwagen, geschweige denn ein Mobilheim, von innen gesehen haben. Aber auch im Winter. Ja, nee, das ist ja kein absolute Campingpflanzen. Ah, okay. Schon immer gewesen. Also ich habe überhaupt keine Erfahrung mit einem Campingplatz zum Beispiel. Nee. Nee. Ich bin über diese Tiny House Bewegung über diesen Gedanken hat meine Presse direkt sagen wir so, ne? Dass die Leute einfach sagen, verkleinern uns, ist bezahlbarer und außerdem will man nicht mehr so viel Ballast mit sich rumschleppen. Ja, ja. Ja, es ist ja auch. Haben sie eine große Wohnung, haben sie überall was rumstehen. Hier und da und sich, ne? Die Kleiderschränke sind voll bis oben hin. Ja. Ja. Und eigentlich braucht man so viele Sachen gar nicht. Ja, genau. Mit dem Lüften. So, Vorsicht. Vorsicht. So, bitte einzutreten. Ja, danke schön. Wie immer sind die Mobilheime komplett eingerichtet und sofort bezugsfertig. Das ist zwar schön einfach, trifft aber nicht jedermanns Geschmack. Das ist ein bisschen kühl im Moment. Ja, ist ein bisschen, oder machen wir uns eine Gasflasche, ja. Ja, ja. Das stimmt. Sind das, ja, das sind schon auch normale Möbel wegen der Größe. Ich überlege nämlich, wenn man solche Türen sieht, die sind ja so schmal. Ja. Da passt ja auch nicht alles an Möbeln rein. Nee, also man muss dann schon gucken und muss auch messen. Ja. Ja? Weil man kommt, tatsächlich ist es so, dass man nicht mit allen Möbelstücken, die man irgendwo in einem Möbelhaus bekommt oder im Baum, wo auch immer, dass die auch da reinpassen. Ja. Weil das sieht man hier. Oder vorne Fenster ausbauen. Ja, oder so, klar. Ja. Kühlschrank? Ja. Ja. Okay. Ja, eine kleine Küche halt, ne? Das ist vollkommen ausreichend, sowas. Ja. Okay. Wir haben immer mehr Anfragen, immer mehr der Telefon, die ganze Woche. Ja, wenn man das auch im Internet verfolgt, ne, die Foren, es werden immer mehr Diskussionsrunden, Foren, die sich öffnen, Tiny-House-Bewegungen, modulare Häuser, wie auch immer, ne? Ja. Ganz viele, also auch aus allen Altersgruppen, viele junge Leute, ja, aber wir auch die Ältesten, die hier sind, die Ältesten, die wir hier am Platz haben, sie ist 82 und er ist 84. Ha. Ja, alles verkauft, ja, weil sie ja konnten, ging nicht mehr, nicht mehr funktioniert und haben sich dann auch hier so ein Mobilheim gekauft bei uns und wir haben das auf den Platz gestellt und die sind froh und glücklich. Ja, na, hoffentlich können sie es auch bleiben. Ja, wir haben Kinder, die hier auf die Schule gehen. In diesem Moment verliert der Verkäufer die Kontrolle über seine Kundschaft. Eigenmächtig geht die Interessentin auf Entdeckungstour. Ist ein bisschen eng, ne? Aber der Zimmer aussieht. Auch nicht schlecht. Er kommt. Das ist Geschmackssache. Okay, der war gut. Hauptsache Stauraum. Der war nicht schlecht. Ende der Vorstellung. Und wie ist Ihr erster Eindruck? Ha? Ich weiß, ich würde mir gerne nochmal die Tiny-Häuser angucken aus Holz. Ja. Das ist halt noch sehr Wohnwagen-mäßig. Ja. Ja. Es ist zwar doch viel mehr Platz, als ich gedacht habe, aber von der Optik und ich glaube auch so vom Ambiente, vom Feeling her, würden mir die Tiny-Häuser irgendwie ein bisschen mehr mit natürlichen Materialien würde mir besser gefallen. Ja. Und können Sie sich Ihre Mutter vorstellen in so einem Mobilheim? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt in so einem Besen mit Teilkasten, aber auf jeden Fall in was Kleinerem. Ja. Auf jeden Fall, ja. Okay. Durchgefallen. Ein Mobilheim löst eben nicht bei jedem Begeisterungsstürme aus. Bei Klaus Mundiens schon.
Erst vor ein paar Wochen haben der 62-Jährige und seine Frau dieses Domizil zu ihrem neuen Zuhause erklärt. Noch ist alles etwas provisorisch und eine schicke Terrasse wird es auch erst im Frühjahr geben. Doch der ehemalige Stahlarbeiter findet's prima. Hier will er seinen Vorruhestand genießen, während seine Frau noch arbeiten geht. Dafür ist er sogar zum Hausmann geworden und nun fürs Putzen und Waschen zuständig. Ich habe Waschstoff. Ja, das ist anderthalb, zwei Stunden ist das gegessen. Und ich musste ja irgendwie in den 10 Jahren, wo ich alleine gelebt habe, bis zu meinem 30. Lebensjahr, musste ich ja auch irgendwo Wäsche waschen, essen, trinken und was weiß ich noch alles. Und das musste halt lernen. Und bei uns, bei meinen Eltern war es halt so, meine beiden Schwestern, die haben noch drei Geschwister, einen Bruder und zwei Schwestern, die mussten so Sachen lernen, die die Jungs machen. Und wir Jungs mussten halt lernen, was die Mädels so machen, und Tag und das. Es kommt halt einem jetzt zu Nutzen. Das ist also ist gar nicht mal so verkehrt. Manche Leute sollten das eigentlich machen. Super. Man braucht nicht für alles ein Kindermädchen. Klaus Mundiens ist auf jeden Fall schnell in seinem neuen Camperleben angekommen. Ich habe Weihnachten hier gefeiert. Ja, ich habe dann meine Tante und meinen Onkel eingeladen. Die waren auch ein bisschen überrascht. Denen haben das auch gefallen. Ja, wir sind dann hier. Und du kommst natürlich, ich bin jetzt ein kontaktfreudiger Mensch, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich komme natürlich mit jedem in Kontakt, das ist überhaupt kein Problem. Das lernst du automatisch hier. Das geht, ist anders da wie in der Wohnung. Das ist ein anderes Leben. Ja. Und das ist ein alter Niveau. Und ich verstehe nicht, dass unsere Regierung dafür nichts tut. Es gibt ja auch noch ganz andere Mobilheime in verschiedenen Größen. Die kann man sich ja bauen lassen. Hier vorne steht eins für ein paar 40.000 Euro. Ich will nicht wissen, was man da reingesteckt hat. Oder Udo oben, der das Tiny House kauft, in Holland gebaut. Es gibt ja Alternativen, aber für kleines Geld gibt es halt auch. Es gibt Leute, die haben nicht so viel Geld. Es verdient nicht jeder 2.500, 3.000 Euro. Es gibt auch Leute, die verdienen 1.200, 1.300 Euro. Und wenn ich von 1.300 Euro 750 Euro Miete bezahlen muss, dann weiß ich nicht mehr, wie ich rumkommen soll. Das habe ich zwar nicht so und meine Frau auch nicht, aber es gibt halt noch die Leute. Und ich weiß nicht, woher unsere Regierung immer nimmt, unseren Leuten geht's gut. Ich kann auch nie nachvollziehen, dass immer die Leute sagen, ja, unsere Rentner gehen gerne arbeiten. Ich kenne keinen Rentner, der gerne arbeiten geht. So hat es sich Klaus Mundiens gemütlich gemacht und kann seinen Leidenschaften frönen. Platz für Gäste hat er genug. Und für Privatsphäre ist auch gesorgt. Ganz wichtig aber ist das. Das ist mein Reich, weil ich koche gerne und ich habe zu meiner Frau, wenn ich ein Mobilheim kaufe, möchte ich eine Küche haben, als hätte ich sie in der Wohnung. Ja. Und so habe ich die auch. So habe ich mir die auch eingerichtet. Ich habe hier Gas, Brötchen, normaler Gasherd. Ich kann also unten Pute und allem machen. Hier oben mache ich meine Brötchen. Da eine ganz normale Kochplatte. Da habe ich Mikrowelle, oben habe ich einen kleinen Froster und einen Kühlschrank und mein liebstes Stück, meine Kaffeemaschine. So. Und heißes Wasser habe ich auch. Sonst Spülmaschine brauche ich nicht, rausgeschmissen Geld. Ach ja? Mhm. Ja, könnte ich mir einbauen, aber das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Weil die zwei Tassen und zwei Teller, ich habe ja Zeit zum Spülen. Zeit genug, aber keine Geduld mehr mit diesem Wetter. Regen und viel Wind, wochenlang. Kaum Sonne, nasskalt, ein Winter zum Wegschmeißen. Im Februar sinkt die Laune bei manchen endgültig auf einen Tiefpunkt. Die Stimmung auf dem Campingplatz wird unfreundlicher, der Umgang miteinander aggressiver. Das ist doch ein Haus, oder? Ach, hör auf, ey. Da sind drei schwere Säcke, ist ja eine Container schon fast wieder voll. Ah ja. Ja, ja, wat? Ich glaube, es humpelt. Seit Monaten ärgert sich Platzwart Thomas Schmidt über die Rücksichtslosigkeit seiner Mitbewohner bei der Müllentsorgung. Jetzt würde er nur allzu gerne die Gelegenheit nutzen, um mal richtig Dampf abzulassen. Thomas, ist das Müllkontrolle? Ja. Das ist ja normal, wenn einer einen Müllsack hat, aber wenn dann direkt drei oder vier kommen, ja, dann gucke ich schon mal, was da drin ist.
Das kann nicht sein, das Ganze zweimal ist ein Container voll. Ja. Und alles okay? Da guck ich. Ist okay. Ja. Alles okay, aber ich guck trotzdem. Ja, kannst du. Ich mach das auch bei den anderen. Weil für 58 Euro Müll gehen im Jahr. Und das sind viele, die Teppiche, Gardinen, allen Mist da reinwerfen. Da habe ich nichts von. Ist okay. Ich war nichts Persönliches, nichts Böses, aber, ah, aber ich guck nach. Kannst du ja. Ja. Nichts dagegen. Hier gab es nichts zum Meckern. Keine Möglichkeit, den Ärger loszuwerden. Doch das miese Wetter bleibt. Und die schlechte Laune auch. Herr Bollmann. Nee, schön. Nee, will ich nicht. Ich gehe jetzt hier nicht durch. Hier rechts, links und dann wieder rechts. Kann ich nicht. Doch, das geht. Habe ich auch geschafft. Lass mich mal was geben. Ist Platten holen? Ja, am liebsten hätte ich hier gerne mal irgendwas hin. Lindy, komm, renn, Mensch. Psst. Das ist eine Schweinerei hier, ey. Bitte auch. Ja, ich bin und warum will ich denn jetzt fahren? Weil der Sitz mir zu klein ist, da auf dem Fahrrad. Zum Familienbesuch wären die Schmidts gerne mit sauberen Schuhen angereist. Keine Chance. Es gibt nur einen einzigen Ausweg, um mit dem Wetter auf einem Campingplatz im Winter klarzukommen. Stoische Gelassenheit. Ja. Was kaputt ist, ist kaputt. Dann mache ich das jetzt so. Jeder sehnt sich hier jetzt nach dem Frühling. Und jeder hofft, dass die schöne Zeit, im Sonnenschein wieder auf einer Terrasse sitzen zu können, möglichst bald beginnt. Doch Ende Februar erleben alle Bewohner auf dem Platz eine herbe Enttäuschung. Der Winter fängt jetzt erst richtig an. Niemand auf dem Campingplatz findet diesen rieselnden Schnee jetzt noch romantisch. Wer jetzt bei diesem Wetter in einem festen Haus wohnt, kann sich eigentlich glücklich schätzen. Doch das ist nicht bei allen so. Jetzt wollen wir beide Sachen um. Kommt, müsst ihr helfen. Maria Egenolf lebt mit ihren 2 Hunden und 4 Katzen in einem gemütlichen Fachwerkhaus in der Nähe von Montabaur. Ihre Wohnung hier ist über 100 Quadratmeter groß, sehr verwinkelt und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Trotzdem will sie dieses Zuhause jetzt aufgeben. Maria Egenolf ist Lagerarbeiterin in einer Metallfirma und brauchte immer mehrere Nebenjobs, um sich das Leben hier leisten zu können. Damit soll jetzt Schluss sein. Sie hat sich ein Mobilheim am Wiesensee gekauft und ist dabei, ihren Hausstand für den Umzug dorthin gewaltig zu verkleinern. So ganz sicher ist sie sich allerdings noch nicht, ob ihr das Leben auf einem Campingplatz auch wirklich gefallen wird. Das muss mit. Es ist, glaube ich, was anderes. Die Sicherheit von der Wohnung, es ist was komplett Abgeschlossenes. Es ist ein festes Gemäuer. Hat irgendwo sowas von Stabilität, von Standhaftigkeit. Ja, während so ein Wagen halt, es ist ein Wagen.
Ja. Ich glaube, wenn da irgendwie, gut, aber ich habe ja meine Hunde, sollte da irgendwie eine mal auf die Idee kommen wollen, einzubrechen oder so. Hier ist es halt schon schwieriger durch die stabile Eingangstür und es ist ja da oben ist ja einfach nur eine Verandatür. Auslöser dafür, dass sie das solide Umfeld ihrer Wohnung jetzt verlässt, ist eine drohende Mieterhöhung. Da hat sie abgewogen, was ihr wichtiger ist. Ich bin Alleinverdiener, muss meinen Lebensunterhalt alleine bestreiten, will irgendwo auch noch leben, möchte an für sich nicht unbedingt jeden Euro viermal rumdrehen müssen, um zu sagen, okay, ich gehe heute mal essen. Beziehungsweise möchte ich auch vielleicht irgendwann mal, ich bin jetzt 52, die vielen Nebenjobs, die ich habe, auch mal an den Nagel hängen können und sagen, Sommer, ich genieße dich. Ja. Ja. Statt dann halt eben entweder putze zu gehen oder kehren zu gehen oder sonst irgendwas, was halt eben alles so momentan mich begleitet. Oder halt auch samstags morgens, wie das andere Leute auch machen, ausschlafen, statt morgens um 3:30 aufzustehen und um 6 auf der Arbeit zu sein. Dem Schneematsch am Wiesensee schenkt Maria Egenolf im Moment noch keine Beachtung. Wenn sie hierher kommt, sieht sie ihre Zukunft in den strahlendsten Farben, auch wenn ihr Mobilheim noch gar nicht an seinem Platz steht. Das hier wird mein neues Zuhause. Sieht jetzt noch ein bisschen karg aus, ein bisschen trostlos, aber die Sonne scheint, man kann sagen, wenn Engel reisen. Also es ist so ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall. Ja. Doch die Engel reisen nicht sehr lange. Oh, jetzt ja, und wir müssen auch machen, dass wir heimkommen, ja. Im dichten Schneetreiben lernt sie ihren künftigen Nachbarn Wolfram Mielke kennen. Ja. Hallo, Maria. Hallo, Wolfram. Und wann kommen Sie endlich hin hier? Ich hoffe Ende April, dass ich hier bin. Komplett alles? Ja, 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 ja. Das ging so noch weg da irgendwie, ne? Genau, genau, so wie das Wetter das zulässt, ja. Ist halt Ihr Wagen oben der zweite von der Straße, genau. Der abgeschlossen ist, wo man nicht mehr rein kann? Nee, der ist leider offen, meiner. Zwei Türen oder eine? Beide. Dann ist ja nicht der zweite Wagen, sondern der... Der dritte. Dritte oder vierte, ne? Und die Türen schließen nicht richtig. Weil der nicht in der Waage ja. steht. Ach, genau. Der Wagen ist das. Genau. Mit der Küche so gut. Ja, das genau, ist gut. Die Küche ist gut. Gell? Ja, 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 ja. Ja, 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 das habe ich auch schon gesehen. Viele Abschleppflächen und so was ist schon gut. Genau, gut. Genau. Noch steht das neue Mobilheim von Maria Egenolf oben auf einer Wiese am Eingang zum Campingplatz. Mein Home, mein Castle. Wie groß ist es? 50. Ist 11,5 auf 3,70. Und winterfest? Ist winterfest, ist doppelt verglast, hat Zentralheizung, hat einen Kamin, hat eine tolle Küche. Super schön hier vorne mit dem Erker. Also ich freue mich darauf, glaubt mir keiner. Ist halt wirklich ein Abenteuer. Ja. Doch was Marias Abenteuer ausbremsen wird, sind nicht der viele Schnee und auch nicht die noch kommenden Stürme, die selbst den Platzwart in Angst und Schrecken versetzen werden. Ab einem gewissen Sturm und ab einer gewissen Windböe, und ich bin wirklich nicht ängstlich, aber ich bin dann trotzdem raus und habe mich ins Auto gesetzt und das Auto ein bisschen weiter weggefahren und habe gewartet, bis vorbei ist. Was den gesamten Campingplatz zum Stillstand bringen wird, hat nichts mit dem Wetter zu tun. Campingplatz, Freizeitpark, alles muss zu. Wir leben im Moment im Geisterdorf. Es ist also extrem ruhig, logischerweise. Platzwart Thomas Schmidt ist vor dem Wetter erneut nach Spanien geflüchtet. Jetzt kommt er nicht wieder zurück. Ja, der hängt da fest. Aber das ist doch, das ist meiner Meinung nach auch dummer Tour 3. Wie er losgefahren ist, Urlaub, war das schon bekannt mit Corona. Ja. Aber das war auch so ein Fall, dann nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Ja. Quarantäne am Wiesensee. Hier soll jetzt keiner mehr reinkommen.